Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier auf der Karte in Thüringen. So, ich habe gerade ein paar Minuten geredet und die Aufnahme lief nicht. Gut. Ja, was soll's. Wir haben ein bisschen weiter geerntet, wir haben ein bisschen geredet. Ne? Wir werden jetzt Feld 12 machen. Das ist mein, das war, was ich gerade gesagt hatte, dass ich noch den Kurs speichern möchte. Und später hier von Feld 12 für Stroh. Einlagern werde entsprechend, weil wir schon ein bisschen genug, was wir genug, wir haben jetzt 5000 und für Wischfutter wird es reichen. Dass er mich gerade hier beim Abfahren fast wieder umgefahren hätte, weil ich nicht eingestellt habe, dass er stehen soll und warten soll. Dumm gelaufen. So, dass ich Auto 3 aktuell deaktiviert habe, ich will mal sehen, ob mich jetzt bei mir das Lot abgezogen wird. Ob ich der Outdrive ausschließen könnte, ich weiß es nicht genau. So, aber mal sehen. Und dass ich im Prinzip komplett alle Mods runternehmen möchte, bis auf Seasons. Einige Helfer-Mods haben wir so, Tolls, die wie der Kontrolle hier, Inspector-Mod und so, das will ich schon behalten. Ansonsten mal also Auto-Anhänger auch, würde ich gerne behalten. Viel für Holz und viel für Stroh, für Ballen und so. Ja, das ist, was ich kurz erzählt habe. So, wir haben gerade einen Traktor hingefahren zu Feld Nummer 49. Und zwar soll dann ein Aussaat begonnen werden mit Raps. Und für mich ist wichtig, langer Lauf schon, dass ich heute am 7. die nächsten 6 Folgen aufnehme. So dass ich mir beim Aufnahmedatum sicher sein kann für YouTube zum Eintragen. So gut, jetzt dazu. Nehmen wir den zweiten Traktor mit der Sämaschine, den Rest auffüllen und rauf zu Feld Nummer 48, wenn mich nicht alles täuscht. Ein der Felder bin ich schon mit einem Fahrzeug. Da fahren wir erstmal hin und werden später das laufen lassen. Wenn wir hier auf 38 nachher, ja, 38 ist schon Quatsch, auf 12 alles fertig haben. Da fällt nichts. So, Glück gehabt. Getankt werden muss nicht. Reparaturen auch nicht notwendig. So. Innenansicht auch nicht notwendig, aber Endroll machen. Aufmachen wollten wir. Zur vollen Stunde wird mir abgezogen. So, jetzt können wir eigentlich. Das war jetzt. Sind zu weit weg. Dann kommen wir dich daran, ne? Beitreiben. Ne, ich werde jetzt festgehalten haben. So. Ach, da ist eine Zahl drauf. Gut, dass man kennen kann. Immer spekuliert, wenn ich will es überhaupt drinne. Jetzt ist gut. So, jetzt eine Dichtung dran. Ja, das ist mein Plan. Heute 6 Folgen. Oder zumindest 3. 3 ist halt, was ich mindestens machen wollte. Da ich nur. Ja, morgen ist Mittwoch. Mittwoch oder Donnerstag entsprechend erst bearbeiten und hochladen. Also wenn wir die ersten Folgen anfangen, geht ja relativ zügig, aber bearbeiten dauert ein bisschen. Das wollte ich immer so machen. Ja, jetzt geht's zu Feld Nummer 8 oder 49, erstmal wollen.
Im ersten Feld ist schon eins da und im zweiten Feld sind wir hin. Das sind die beiden Felder, wo ich Raps machen möchte. Noch in diesem Herbst. So, und ja, auf 41, da muss man schauen. Gibt ja keine große Auswahl, ne? Also Getreide fällt eigentlich aus wegen der Fruchtfolge. Also Kartoffel und Rüben möchte ich nicht. Da bleibt noch Sonnenblumen oder Soja. Ja. Was mir dazu einfällt. Also kann sein, natürlich auch Gras. Ne? Also Gras, wenn wir 38 gemacht haben, denke man sollte reichen. Ja. Sonnenblumen wäre eigentlich ganz gut, wenn ich hier auf der rechten Seite wäre, weil das ziemlich groß ist. Kann man machen. Und da, wo ich jetzt die erste ist, dann Soja reinbringen. Oder umgekehrt. Das ist im Grunde egal. Das ist alles, was man halt im Frühjahr auch sehen muss. Im Mai normalerweise. So, da sind wir. Jetzt stellen wir mal gleich um auf Raps. Und aussteigen. Da warten wir noch einen Tag. Wir machen mal alle Ruhe 12 fertig. Guck mal, alles Früchte haben. Mais, Raps, Hafer, Zuckerrohr, das geht eh nicht. Sonnenblumen würde gehen, Feuerbohnen, Bühlerrettich, ja Quatsch, Baumwolle geht auch nicht. Pappeln. Pappeln? Na. Auswahl. Ja, wie gesagt, noch Sonnenblumen und oh. So, ja. Ja, noch 12, ja. Tja, keine Ahnung. So, mal schauen wir hier, LKW. So, anders bei 80%. Dann können wir gleich den Strohabfahrer in Gang bringen, also schon mal hinstellen und das auch schon mal vorbereiten. Da geht man jetzt zügig jetzt hier der Rest. Ja, das ist halt so. Also an der Fruchtfolge sind wir jetzt nicht am Arsch, aber halt nehmen wir gleich hier vorne. Aber es ist halt eingeschränkt, ne? Müssen wir ein Feld Rüben machen, wäre ein bisschen, naja, 12 undankbar, ne? Da muss man zwei Geräte auf jeden Fall haben, eins wirst du noch nicht glücklich. Hier zwischenlagern oder ins Lager einfahren, mal sehen. Das sind, auch die werden erst im Frühjahr ausgesehen. Also, kein Problem. Oh, kann er jetzt wenden oder nicht? Kann. Ja, macht er, okay. Gut, Strohfahrer suchen. Beziehungsweise so, könnte sein, bei der BGH. Dass da der stehen würde. Aber der hat zwar jetzt hier auch die Lage gefahren. Ja, muss geflügt werden, da war kaum überlegt. So, da haben wir ja, den Kurs, denke mal kurz reparieren. Ja, ja, dann können wir näher die erste Silage zum Hochfahren. 98%. Sollte es eigentlich heute noch so weit sein. Ob jetzt in der Folge, das weiß ich nicht. Aber spätestens dann auf dem nächsten
ist auch so, ne? Da können wir endlich ein bisschen Geld verdienen. Ob das automatisch hinkriegen, das muss ich mal testen. Ob von Option wäre es möglich. Und zwar mit einem Abfahrer für der das auch nehmen kann. Also ich müsste also manuell aufladen. Zumindest erstmal probieren, ob das geht. Und wenn das geht, mit Cosplay aufladen. Aber ich habe noch nie gemacht. Weiß nicht, ob ich das hinkriege. Mal sehen. Wir waren Selbstkostenfahrzeuge. Ja. Da. Wir müssen mal schauen, was wir kriegen. Ich weiß noch nicht genau. Wieso hat er nicht funktioniert? So. Ja. Tab. Achso, geht doch. So. Dann wird der ganz kurz. Ich muss den Kurs speichern auf meinem Beitrag. Den muss ich kurz speichern, dass wir spätestens, wenn wir das nicht schaffen sollten, dass wir mal laden können. So. %. Anfangen darf er noch nicht. Aber wir können dann schon mal einen Kurs einfahren. Das heißt, von hier weg zum Lager und dann könnten wir was probieren. Wir haben ein internes Lager. Dort auch, ob wir da durchkommen. Aber wir werden mal in unser Lager fahren. Anders probieren wir später. So, jetzt man geht mal von unser Lager weg in unser Lager. So, mal gucken, wie wir am besten fahren. Fahren wir hier so los? Wir müssen ja ein bisschen mit Verstand fahren, Anführungszeichen. Sonst kriegen wir Probleme hoch mit dem Fahrzeug. Wir fahren mal den Außenweg lang. Hier über den. Dann versucht für mich schon auf mich. Hat er nicht kurz gekriegt. Nicht schnell gefahren. So. Nochmal kurz zurück. Wo er zu klappen war. Ja, ich überlege, wenn ich Rüben mache und hier was hinten lagere, das ist ja auch Blödsinn. Das wäre so schön. So. Und hier. Die letzten Punkte löschen. Bis das Stoppschild auf angekommen ist. Etwas grob. Und dann weiter aufnehmen. Nicht so schnell fahren, ne? Du wirst. Besser arbeiten kann, das geht die Straße. Wenn wir langsam fahren. Dann können wir das Gas geben. Hier wieder Gas wegnehmen. Ganz auch ähnlich, geht eh ganz gut so. Und jetzt geht es weg aus. Ein bisschen mehr so in die Mitte rein, da in den Rückweg. Fahren wir mit dem Silo vorbei. Dieser eine steht dann ein bisschen im Weg, das ist ungünstig. Also, ich weiß nicht, wer da hingestellt hat hier.
dann lieber noch ein bisschen den Zaun bauen und ein bisschen wie das und das. Ja. Dekomäßig und so was hinzubauen. Aber so schon ganz gut so. Ob wir noch einen Stall bauen werden, ich glaube ja. Aber ich weiß noch nicht genau. Im halben Jahr sind hier unsere Mastbohlenbecken auch soweit. Da werde ich die alle verkaufen. Und ja, das haben wir fällt wieder rauf, das können wir so auffahren. Das ist tragisch. Ich wollte sagen, naja, ungünstig. So, gut. So geht's auch zur Not. So. Speichern wir unter Überführung. So, haben wir es richtig geschrieben? Hoffentlich schon, ne? Und wenn nicht, ist auch egal. So, das wär's. Gut. Ne, das machen wir anders machen. Ist richtig. Erstmal aufmachen. So. Der Gerstefahrer ist voll. Ja. So, ich schon, das soll es für heute gewesen sein. Ich danke fürs Reinschauen. Wir machen gleich weiter hier an derselben Stelle. Mal schauen, was weitergeht. Ne? Tschüss.